7:15 auf geht's. Verkehr schrecklich. 1:45 kommen wahrscheinlich noch 5 bis 10 Minuten drauf, bin ich genau pünktlich da. 8:55. Der andere Instructor, der aber ein, zwei Mal im Monat reinkommt, ist heute auch da um 9. Aber der hat wahrscheinlich keinen neuen Schlüssel. Das heißt, er wartet auf mich. Er muss auf mich warten, wenn der Wayne nicht da ist. Wayne steht nicht auf dem Programm, aber er ist eventuell trotzdem da. Egal, langer Tag und letzter schöner Tag, bevor diese Unwetterfront reinzieht. Das heißt, ja, ich muss mal schauen, was ich nächsten Tag mache. Ja, ich bin gerade meine etwas andere Strecke durch diese Orchards-Dingsbums gefahren, weil ich dachte, ich spare mir 5 Stoppschilder, da fahre ich doch mal hier lang. Aber allerdings habe ich 2 Minuten verloren. Naja, macht ja nichts. Was ich gesehen habe, ist, dass die da 3 riesige neue Mandel-Orchards angelegt haben. Tausende von neuen kleinen Bäumchen, die die einzeln pflegen und hegen, bis die groß sind. Und dann wahrscheinlich auch noch. Also der Typ hinter mir mit seinem riesen Truck, weiß nicht, ob man es sehen kann. Ich fahre hier 70, das ist 110 auf einer Landstraße und der Typ, der ist weniger als eine Trucklänge hinter mir. Also die sind so bescheuert. Naja, mich würde interessieren, was das für ein Investment ist und wie viele Hunderttausende die da investieren müssen und nach wie vielen Jahren sich das dann erstmalig rentiert und nach wie vielen Jahren, ja, das mehr oder weniger purer Reibach ist. Das scheint sich ja zu lohnen. Aber wenn das so einfach wäre, dann würde es ja jeder machen. Hier wird jede Lücke mit neuen Mandelbäumen aufgefüllt. Hier rechts sieht man wahrscheinlich nicht so gut. Sind die Pfirsichbäume voller kleiner roter, kirschgroßen Kügelchen. Die Pfirsiche sind immer das, was als erstes reif wird. Also in 3, 4, 5 Wochen sind die soweit. Da muss ich dann mal vorbeifahren und mir einen frischen Pfirsich vom Baum pflücken. Das habe ich nämlich noch nie gemacht. Also ich weiß nicht, warum mich das Navigationsgerät hier lang geführt hat. Denn hier geht gar nichts und so früh hatte ich in meinem ganzen Leben noch nicht Stau. Also noch sagt es mir, ich bin um 8:50 da, aber das kann nicht sein. Unmöglich. Ganz in der Entfernung, am Horizont sieht man schon mehr oder weniger die Sturmfront. Morgen soll es schon überhaupt nicht mehr sonnig werden, noch nicht mal in Modesto. Und dann soll hier ganz schön viel Regen runterkommen. Unerwarteterweise. Ist natürlich gut für die Bauern. Die bewässern nämlich gerade ihre Früchte und alles. Und das können sie sich dann schön sparen. Ich glaube, das wird ein sehr gutes Erntejahr. Nicht nur wegen dem vielen Regen im Winter, sondern auch wegen dem immer wiederkehrenden Regen jetzt. Aber ich bin kein Bauer, ich habe eigentlich keine Ahnung. Ja, während rechts die restlichen Orchards noch sind, ist hier der trockene Bereich. Und das ist so trocken, weil die ganzen Bauern hier das ganze Wasser abziehen. Man sieht das Valley, sieht man wahrscheinlich nicht so gut, der ganze rechte Bereich ist grün, weil er halt bewässert wird, den ganzen Sommer über, für die ganzen Mandeln und ein paar Walnüsse. Deswegen trocknet Kalifornien ja auch aus, der Grundwasserspiegel sinkt. Ja, das war alles grün hier. 3 Wochen hat es gedauert. Es ist alles trocken. So, bereits 7:55 und die beiden Autobahnen führen mal wieder zusammen. Katastrophe. Hier sieht man am Horizont die Sturmfront. Beziehungsweise ja, die geschlossene Wolkendecke, wo ich genau hinfahre. Fantastisch.
So, mit den ersten drei Flügen bin ich durch. Wir haben kurz nach drei. Jetzt warte ich eine Stunde auf den nächsten. Und der Dan hat mir immer noch nicht geantwortet auf meine E-Mail gestern, aber jetzt weiß ich auch warum. Der Dan, der ist hier. Ich habe mir eine Nachricht auf den Schreibtisch gelegt, dass er gerade Lunch hat mit Wayne und gleich wieder zurück ist. Und dann kann er mit mir labern. Also weiß er auch schon alles. Der Wayne wird ihm ja wahrscheinlich nichts verheimlichen. Das sind ja mehr oder weniger auch Buddies jetzt oder sowas. Naja, die ersten drei Flüge waren auf jeden Fall spaßig. Das Wetter ist einwandfrei. Und den nächsten kann ich auch noch solo schicken. Für morgen ist alles gecancelt, weil da halt diese Sturmfront reinrückt und ich auch sowieso nur einen Flug hätte. Und von daher alles gut. Donnerstag muss ich dann nochmal schauen. Da habe ich nämlich auch zwei Flüge mit mehr oder weniger Anfängern. Und wenn die Sturmfront hier immer noch drin sitzt, mit Regen und so weiter, da muss ich mal Mittwochabend schauen, ob ich da nicht schon SMS raushaue, damit ich morgens nicht um 6 Uhr alles checken muss und so weiter. Dann kann ich nämlich auspennen. Ja, Freitag habe ich nur eine Ground Lesson. Da muss ich auch mal schauen, ob ich dafür reinkomme. Aber 2 Stunden Ground, das sind immerhin 120 Dollar, die ich da mache. Actually sind 80 Dollar, die Schule macht. Ja, es sind 80 minus 25 tanken. Das wird sich trotzdem lohnen, 55 Dollar plus. Von daher muss ich mir das mal überlegen, wie ich da mit der restlichen Woche umgehe und mit dem Wochenende und überhaupt. Naja, jetzt warte ich mal auf den Dan und auf den nächsten Studenten, den ich dann solo schicke. Also ist mehr oder weniger nur rumhocken für nix und wieder nix, also money-technisch für mich. Aber der Verkehr gerade ist sowieso wieder eine Katastrophe, von daher ist egal, ob ich hier rumhocke oder auf der Straße. Von daher alles gut. So, mittlerweile kurz nach 5, mein Student fliegt immer noch solo gerade. Aber er muss auf dem Weg zurück sein, rein theoretisch. Den habe ich auch getroffen mit seiner Freundin und gesprochen. Allerdings noch nicht über den Justin. Da wollte ich mich später anrufen für. Ja. So, ja. Gucken wir mal, ob er den Vogel noch landen kann auf dem Helipad. Denn das ist hier eine tricky Situation mit dem Wind von links kommt. Mal sehen. So, Student ist wieder sicher auf dem Boden. Jetzt warte ich noch auf den, dass der zurückkommt und seine Kalkulation richtig macht. Dann rechne ich den noch ab. Und dann geht's ab nach Hause. Ich habe gerade gesehen, der Verkehr ist schon wieder grauenhaft. 2 Stunden. Habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Also mal sehen, ob ich noch bleibe oder irgendwas mache oder noch beim Haywood International Shop vorbeifahre oder irgendwie was, muss ich machen. Vielleicht kaufe ich mal wieder ein deutsches Brot da. Hab ich ja wieder Lust drauf. Aber das verlängert die Fahrzeit nur noch. Also nicht. So, dieses bayerische Brot, das ich ja nicht unbedingt bevorzuge. Normalerweise haben die ein bayerisches Brot da und ein schweizerisches Brot. Und das schweizerische ist so ein bisschen besser. Aber gut, die hat nur noch das bayerische da. Kostete 3,50 und dann diesen kanadischen Bacon, der so ist wie Kassler. Die kriegen mich jedes Mal. 7,49 Dollar pro Pfund. Und das Ding war 1,5 Pfund schwer. Das heißt 15 Dollar für ein Brot und diesen kanadischen Bacon. Naja, das wird mich auf jeden Fall uns zwei, drei, vier Tage nähren können. Und von daher ist es okay. Und ist auch super lecker. Also das Brot, das muss man natürlich ein bisschen toasten, weil das ein bisschen fluffig ist und nicht knusprig. Aber wenn man das toastet, dann ist es einfach super lecker. Auch einfach mit Butter oder Philadelphia. Und dann dieser kanadische Bacon, der hat ja auch immer was. Von daher, ich weiß nicht, ob es 15 Dollar wert ist, notwendigerweise, aber man gönnt sich ja sonst nichts. So, 20 vor 8, in 5 Minuten bin ich zu Hause. Auch hier in Modesto bewölkt und kühl. 20 Grad haben wir gerade mal. Die nächsten Tage soll es halt noch kühler werden und dazu noch nass. Aber gut. Morgen ist Mittwoch und ich habe frei.
am Mittwoch, da läuft ja dieses Limit-Turnier im Poker Room, wo ich letzte Woche so erfolgreich war. Das heißt natürlich nicht, dass ich das diese Woche oder morgen wieder erreichen könnte, aber die theoretische Möglichkeit besteht und wenn man das Spiel mag, dann ist das auch ganz spaßig ohne den Hauptgewinn oder großartig zu gewinnen. Also, der Plan ist, morgen dahin zu fahren, außer die Lehne hat irgendwie andere Pläne, aber ich glaube, die muss arbeiten und wenn es sowieso regnet, kann man sowieso nicht viel machen. Also, das wäre auf jeden Fall eine coole Maßnahme. Was ich morgen auf jeden Fall machen muss, ist das Wetter beobachten, ob ich Donnerstag imstande bin zu fliegen. Ansonsten muss ich morgen ein bisschen was umorganisieren. Aber das ist ja jetzt nicht das größte Drama, beziehungsweise der größte Arbeitsaufwand. Das ist der Plan. So, ich bin zu Hause, total im Sack. Wir haben 10 vor 8. Und Leon macht wieder gerade Essen. Aber das Essen ist noch nicht fertig. Das kann ja wohl nicht warten. So, heute gibt es Eiersalat. Oder nee, ja, Eiersalat. Ja. Also es ist einfach perfekt, dass ich das Brot gekauft habe, denn das schmeckt mit zusammen mit dem Bacon, der schon knusprig angebraten da liegt. Fantastisch auf das Brot, was ich hier vom World Market geholt habe. Bavarian Farmer's Bread. Medium Rye. Ja, und dann habe ich heute auch nochmal die Verkehrssituation von gestern, wo ich mir eigentlich sicher war, dass ich recht hatte, mit dem Wayne, einem anderen Instructor, dem Klaas und zwei Studenten diskutiert. Habe ich schön an die Wand gemalt und habe gefragt, wie sie das denn sehen. Und die meinten, ich wäre unrecht gewesen. Ich hätte in der ganz linken Spur bleiben müssen, besonders wenn rechts neben mir einer wäre. Der Grund war allerdings ein bisschen seltsam, weil man ja bei Rot rechts abbiegen darf, hätten die gerade ausfahrenden rechts abbiegen können und hier und da. Nichtsdestotrotz, ich wäre angeblich im Unrecht gewesen und hätte froh sein können oder könnte froh sein, dass der nicht auf mich geschossen hat. Das war, und ich zitierte, Wayne. Also, online sieht man was. Sieht man das? Ja, online, die Informationen, die wir gefunden haben, sagen auf jeden Fall was anderes. Aber die waren sich ziemlich sicher. Und die fahren alle Motorrad und Auto und von daher gehe ich mal davon aus, dass das, was ich im Klassenraum heute von Wayne und den anderen gehört habe, richtig ist. Wieder hast du zugelernt. Immerhin. Entspannen ist angesagt. Müde bin ich, weil ich ja früh aufgestanden bin. Essen war lecker. Also der Eiersalat kann sie ja. Und mit dem Brot in Kombination und dem Bacon kann man natürlich jetzt nicht so viel verkehrt machen. Videos schneide ich gerade zusammen. Draußen wird es kühl. Aber ist ganz angenehm. Zumindest nachts. Irgendwas wollte ich noch erzählen, das fällt mir natürlich jetzt nicht ein. Aber es macht ja nichts. Ja. Schlafenszeit bald. Was haben wir? 11.20 Uhr. Du siehst nicht so müde aus. Ich bin müde aus. Was? Ich bin müde aus. Bist du müde? Ja, ja, genau. Da, die Lena ist auch müde, obwohl sie nicht gerade müde aussieht. Auch müde. Auch müde? Du siehst auch müde aus. Ja, ich müde. Bin. Ich bin müde aus. Auch. Ich bin auch müde. Ich bin auch müde. Freaking verb on the end of the sentence. This is not a verb, müde. Müde is a describing word, so it's an adjective or it's a an verb. Adjective? Leanne muss noch viel lernen. Sehr viel. Warum ist the end of the Satz? The verb is the ist, be.